klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Junge, was ist das hier für eine Scheiße, Alter? Junge! Jetzt muss ich mit der Sippe Kaffee saufen, oder was? Yo, liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute haben wir folgende Themen für euch am Start. Blizzard kündigt an, dass E-Sport wahrscheinlich olympisch werden könnte. Miese Hackerangriffe über die Weihnachtszeit. Und Wii U kriegt einen Nachfolger schon 2016. Das und die Auflösung des unglaublich fantastischen Gewinnspiels von letzter Woche und ein neues Gewinnspiel in diesem Video. Viel Spaß! Am 25. Dezember wurden die Spielserver von Xbox und PlayStation lahmgelegt. Schuld daran ist eine Hackergruppe namens Lizard Sport. Mit einem DDoS-Angriff wurden die Server von PlayStation und Xbox überlastet und sind abgeschmiert. Das heißt, über die Weihnachtszeit konnte sich kein Spieler einloggen und online spielen. Was ein Scheiß, Alter! Die Betroffenen sehen es mit geteilter Meinung. Die einen regen sich tierisch auf, die anderen haben die Zeit mit ihrer Familie genossen. Oder zusammen, wir beide zum Beispiel. Danke, Lizard Sport. Schwänze sind immer gut. Noch den Dingens. Voll ins Nasenloch, Alter. Wie war es denn bei euch? Konntet ihr eure Geschenke schon testen und spielen oder musstet ihr doch eher langweilig Kaffee und Kuchen mit der Familie fahren? Schreibt uns es bitte in die Kommentare. Das interessiert uns wirklich. Nicht. Thema Wii U. Steht jetzt etwa schon ein Nachfolger der Konsole, die erst 2012 herausgekommen ist, vor der Tür? Wow! Mann! Ey Jungs, wir haben ja den 1000 Steak. Was ist mit mir? 1000 Steak. Steak, Junge! Steak frei Haus! Ein AMD-Mitarbeiter bestätigte jetzt, dass er an einem Gaming-Chip der kommenden Konsolengeneration arbeitet. An einen Nachfolger der PS4 oder der Xbox One jetzt zu denken, wäre vielleicht etwas früh. Aber die Wii U, die schon 2012 herausgekommen ist, könnte dieses Mal vielleicht mit einem frühen Nachfolger versehen werden. Erwartet uns nun also eine Next-Gen-Nintendo-Konsole? Blizzard, wir kennen sie, wir lieben die Firma für unglaublich tolle Spiele. Rob Pardo, ein hochrangiger Mitarbeiter von Blizzard, hat jetzt etwas angesprochen, was viele von uns vielleicht beschäftigt. E-Sport sollte olympisch werden? Seiner Meinung nach schon, denn E-Sport begeistert mittlerweile Millionen Menschen auf der ganzen Welt. In manchen Ländern ist es als offizieller, unglaublich cooler Sport angesehen. Und Schach ist nun mal auch ein Sport. Was würdet ihr so davon halten? E-Sport wirklich olympisch? Wäre geil, oder? Wo wir gerade beim Thema E-Sport sind, kommen wir jetzt zu unserer Gewinnspielauflösung. Das ist die Lottofee mit der behaarten Arm. Da haben wir unsere Bud-TV-Kiste. Und da sind die Kommentare drin. Die fünf besten. Okay, der Buddy wird jetzt den Gewinner küren hier. Wir müssen mal reingucken, ne? Da sind wirklich mehrere drin, ohne Sheet. Ja, hier können wir nochmal eben zeigen. Nochmal hier so ein bisschen. Da, seht ihr? Kein Flachs, ich bin Notar okay. Übrigens. Okay, dann wähl. Wähl den Gewinner. Darf ich? Ja, tu okay. Es. Nein, nicht da. Oh. Da, hier. Ja, das ist so spannend okay. Gerade. Ich hab das noch nie gemacht. Hast du einen? Ich hab einen. Er hat einen. Okay, der Sieger steht fest. Wir wissen's. Sollen wir es verraten? Wir verraten's. Wir halten es in die Kamera. Und das League of Legends T-Shirt für den besten Jungler der ganzen Welt geht an das Maro. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst mal Katze gleich. Hannes dazu. Ja. Viel Spaß damit. Yo, wow, wir schicken es direkt los. T-Shirt plus Twitch-Anhänger. Den Kommentar von Maro seht ihr übrigens gerade unten eingeblendet. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Und das reicht uns natürlich noch nicht. Nein, wir verlosen auch gleich ein Blizzard-T-Shirt von StarCraft 2 mit dem Protoss-Logo. Hinten steht sogar Blizzard drauf. Das könnt ihr dann nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen tragen. Und es gibt wieder einen Twitch-Anhänger-Flaschenöffner für euch, damit ihr euer Feierabendbier genüsslich trinken könnt. Was ihr dafür tun müsst, ist erstens Abonnent sein, ein Like auf dem Video hinterlassen und ein
unglaublich kreativen Kommentar hinterlassen. Ich möchte mich vor Lachen einpissen. Bitte, mach das wahr. Mach das bitte wahr. Lass ihn sich vor Lachen einpissen. Ja, und das war's auch schon wieder von heute. Von den Game News. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch einen Daumen da oder ein Abo. Wir würden uns freuen. Definitiv. Wir sehen uns spätestens bei den Community Games wieder. Liebe Freunde, euer Makatze und euer Buddy. Tschö. Diesmal eine andere Reihenfolge sogar. Spastis. Super.